bevor der Wettkampf zwischen Steffen Hensler und seinem Herausforderer in Schlag den Hensler beginnt. Entscheiden Zuschauer, dass das Voting manipuliert wird, sagte Sendersprecher Christoph Körfer. Laut Mitteilung kehrt der Sender zum Telefonvoting zurück. Das ist eine Frage des Fairplay, sagte Körfer. Hensler hatte im September die Nachfolge von Stefan Raab in dem beliebten Format übernommen. In bis zu 15 unterschiedlichen Wettbewerben tritt der Koch gegen einen Publikumskandidaten an, der im Falle eines Sieges mindestens 250.000 Euro Preisgeld erhält. Gewinnt Hensler, erhöht sich die Summe um 250.000 Euro, die der nächste Kandidat gewinnen kann. Am Samstag geht es bei der Sendung um 1 Million Euro. Ein 30-jähriger Unfallchirurg aus Frankfurt, ein 27 Jahre alter früher Wasserball-Nationalspieler und ein 34-jähriger Ironman-Teilnehmer aus Hamburg wollen gegen Hensler antreten. Quelle ntv.de.